Ich frage Sie, wären Sie bereit, Ihren Sohn in die Ukraine zu schicken? Es hat noch nie jemand aufgezeigt. Bei meiner täglichen Suche nach interessanten Inhalten für Sie bin ich mal wieder auf Gold gestoßen. Einen Beitrag der Diplomatischen Akademie in Wien, bei dem Oberst Reisner, ein Militäranalyst, den ich wirklich zu schätzen weiß, zu Gast war. Und dieser hat tiefe Einblicke in die technologischen Entwicklungen des Krieges gewährt. So tief, dass ich kurz dachte, wir befinden uns im Ersten Weltkrieg. Nur, dass die Überlebenschancen noch geringer sind als damals. Als man versuchte, gegnerische Stellungen zu überlaufen, nur um am Ende im Stacheldraht zu hängen und von Gewehrschüssen durchbohrt zu werden. Also zu sterben. Und diese Pattsituation von damals gibt es heute wieder, nur diesmal durch die neue Technik namens Drohnen. POF-Drohnen, die einem nicht mal mehr die Chance geben, sich irgendwie zu retten, weil sie wie ein Falke von oben herabfliegen und in einen explodieren. Und welche wirtschaftlichen Zahlen, Verluste und vor allem Schicksale hinter diesen Entwicklungen stecken, hat der Reisner wirklich gut artikuliert und analysiert. Deshalb kommen wir also zum technischen Teil dieses Videos, Kosten, Nutzen und der Schaden der Drohnentechnologie. Los geht's. Das Tragische an diesem Konflikt ist, dass wir Dinge erleben, die man eigentlich schon der Vergangenheit angehörig betrachtet hat und auch Dinge sehen, die man tatsächlich auch so erwartet hat im Wesentlichen. Was meine ich damit? Ja, im Ersten Weltkrieg zum Beispiel war es eben der Umstand, dass es das Maschinengewehr gab und den Stacheldraht, der diese Pattsituation entstehen hat lassen, die man erst durch den Panzer durchbrechen konnte. Und hier ist es der Fall, dass der Umstand, dass viele, viele tausend Drohnen eingesetzt werden, die beide Seiten beobachten können, genau dieselbe Pattsituation entstehen lässt. Das heißt, es hat also den Krieg jetzt auch nicht sauberer, schneller oder besser gemacht. Im Gegenteil. Im Ersten Weltkrieg konnten sie sich als Soldat, wenn sie im Angriff waren, zwar kaum gegen Artilleriefeuer und Maschinengewehrfeuer wehren, aber sie konnten sich in einen Granatrichter hineinretten und kurz verharren. Das geht heute nicht mehr. Denn die Drohne sieht sie, findet sie, stürzt sich hinein und zerfetzt sie. Und Sie können das aus 2-3 Meter Distanz von einer zweiten Drohne beobachtet sich ansehen. Das ist der Krisam noch grausamer geworden. Darum ist es so, dass man sagt, wenn man dieses Pad durchbrechen möchte, das Drohnen im Prinzip erzeugt haben, dann muss man das elektromagnetische Feld beherrschen. Also dort, wo das Up- und Downlink dieser Drohnen passiert. Und das versucht man durch den Einsatz von Störsystemen. Das heißt, also die Drohne ist das eine Waffensystem, das eine enorme Bedeutung bekommen hat. Und das zweite ist die Beherrschung des elektromagnetischen Feldes durch Störsystemen. Also Systeme, die es im Kalten Krieg in hohem Maße gab, aber die man eigentlich dann quasi mehr oder weniger ad acta gelegt hat. Und wer es in der Lage ist, das in Kombination zu beherrschen, der kann tatsächlich hier einen Erfolg erzielen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel für so ein Drohnensystem und auch diese Slides, die ich Ihnen kurz zeigen möchte, wo man das sehr gut erkennen kann. Es gibt also ein Waffensystem, das zurzeit das tödlichste Waffensystem des Ukraine-Krieges ist, aber auch gleichzeitig das erfolgreichste. Ich habe Ihnen eines mitgenommen. Das ist diese sogenannte First-Person-View-Drohne. Warum heißt die First-Person-View-Drohne? Weil Sie faktisch diese Drohne steuern können, indem Sie sich eine Brille aufsetzen und sehen, was die Kamera, die hier vorne sich befindet, sieht. Dadurch können Sie diese Drohne punktgenau ins Ziel bringen, solange sie nicht gestört werden, also solange die Kommunikation zu dieser Drohne nicht gestört wird. Wenn Sie dann zum Beispiel diese Drohne mit einem Sprengkörper bewaffnen, wie dieser hier, das ist kein echter, der kommt aus einem 3D-Drucker, aber das stellt eine Panzerabwehr Rakete, also eine RPG-7 da, mit einer Durchschlagsleistung von ca. 100 mm Panzerstahl, dann können Sie einen modernen Panzer damit zerstören. Das sehen wir dutzendfach in den Videos, die jeden Tag gezeigt werden. Und diese Drohne kostet in der Produktion, so wie sie hier ist, 321 Euro. Die Ukraine hat es erfunden und baut dezentralisiert in den Haushalten. Das heißt, die Leute sind aufgefordert, sich einen Bauplan herunterzuladen, einen 3D-Drucker sich zu kaufen, die Dinge auszudrucken, auf Alibaba sich die Motoren und anderes zu bestellen, das zusammenzubauen und dann der Armee zu geben. Russland hat es kopiert und produziert es industrialisiert, weil der russische militärisch-industrielle Komplex immer natürlich noch funktioniert und auf Hochtouren arbeitet, weil er nicht unter demselben Druck ist wie der ukrainische, der ja permanent den strategischen Luftangriffen ausgesetzt ist. Und dieses Waffensystem macht natürlich große Sorgen. Und wenn Sie sich jetzt ansehen, hier auf das Slide dargestellt, dass diese Systeme mittlerweile in verschiedensten Ausprägungen verfügbar sind. Es gibt also nicht nur diese klassische Drohne, die zuerst aufgeklärt hat und dann als Waffensystem eingesetzt war, sondern es gibt Drohnen, die Minen verlegen, selbst als Minen tätig sind. Es gibt Drohnen, die stören. Es gibt Drohnen, die Relais-Drohnen sind. Es gibt Drohnen, die quasi Flammenwerfer mittlerweile mitführen. Also eine ganze Reihe von Dingen, die hier passieren.
und wir sehen, dass der betroffene Staat, die betroffenen Staaten tatsächlich eine Revolution erleben, während unsere Streitkräfte stagnieren. Hier gibt es nicht einmal eine Evolution, ja, weil wir sind also, wenn Sie unten schauen, hier in grün dargestellt, immer noch auf demselben Niveau wie vorher. Denn würden wir das Ding bei uns einführen, dann bräuchten wir ein Bordbuch, wir müssten quasi Rechenschaft ablegen, was dieses Ding tut, weil es ja militärisches Gut ist und so weiter und so fort. Und daran erkennt man, dass offensichtlich der Krieg der Treiber dieser Dinge ist. Und wenn Sie sich dann anschauen, dieses Bild, da sieht man nämlich mittlerweile, es gibt also Drohnen, die faktisch wie fliegende Drachen und Flammenwerfer mitführend Gebiete verheeren, in Brand setzen, damit also die Soldaten in den Schützengräben quasi aufgrund des Feuers nicht überleben können. Ich gebe die Drohne durch, es passiert nichts, aber damit Sie das einmal wirklich angreifen können, von dem ich hier rede. Und ich glaube, viele haben diese Bilder gesehen, die schrecklich sind, wenn die Soldaten in den Schützengräben zum Teil schwer verletzt liegen und dann sich trotzdem noch eine Drohne draufstürzt. Das heißt, wir sehen also, dass also hier der Krieg ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass also Fähigkeiten sich in einer Art und Weise geändert haben, dass potente Streitkräfte nicht mehr in der Lage sind, hier mitzuhalten. Ja, und das ist auch das große Dilemma, das wir haben, Stichwort globaler Norden gegenüber globalen Süden. Die sogenannte zweite, dritte Welt kann heute aufgrund der technologischen Möglichkeiten und aufgrund der verfügbaren ökonomischen Ressourcen sehr schnell sehr potente Waffensysteme bauen. Denken Sie daran, wir schreiben das Jahr 2024 und der Iran hat mittlerweile zum zweiten Mal massiv Israel angegriffen mit Raketen und Drohnen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Was für viele Politiker offensichtlich undenkbar erscheint, ist die Gefahr, dass Terroristen sich genau an dieser Technologie sehr bald bedienen werden. Nur weil wir uns für das Wettrüsten und gegen die Diplomatie entschieden haben. Und so eine Drohne, wie ihr sie gerade gesehen habt, kostet in der Herstellung mit einem 3D-Drucker gerade mal erst 300 Euro. Und Baupläne sind online verfügbar. Deshalb hoffen wir mal, dass sich nur dumme Menschen radikalisieren lassen. Ansonsten werden bald vollbesetzte Stadien ein sehr, sehr attraktives Ziel sein, wenn ein Drohnenschwarm herabstürzt. Doch kommen wir jetzt zur Szene, die das gerade eben Gesagte im Einspieler deutlich vertieft. Die Lebensrealitäten an der Front. Denn Amputationen sind die Regel, nicht die Ausnahme. Bei Verletzten und davon gibt es viele. Abonnieren nicht vergessen. Weiter geht's. Ich zitiere jetzt die amerikanischen Zahlen. Man geht davon aus, dass auf der russischen Seite zwischen 80 und 100.000 Mann gefallen sind und ca. 300.000 bis 400.000 verwundet worden sind. Eine unglaubliche Zahl. Die Ukraine ca. 60.000 bis 80.000 und ca. 150.000 bis 200.000 Verwundete. Auch eine unglaubliche Zahl. Warum ist die ukrainische Zahl der Verwundeten geringer als die der russischen? Weil die vom Westen geprägte Sanitätsversorgung der Ukraine besser ist als die der Russen. Wobei, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wir sind hier weit davon entfernt von der Sanitätsversorgung, die es im Afghanistan- und Irakkrieg gab, wo man von der Golden Hour gesprochen hat. Das heißt, nach einer Stunde nach dem Anschlag oder Ähnlichem waren Sie quasi bei der entsprechenden chirurgischen Versorgung. Hier haben Sie Kriegschirurgie wie im 19. Jahrhundert. Das heißt, die Amputation ist das Maß aller Dinge, weil sonst überleben Sie die Verwundung nicht. Und wenn Sie Glück haben, werden Sie am Abend verwundet, dann können Sie in der Nacht evakuiert werden. Unter Tag sind Ihre Chancen gleich null aufgrund der Drohnen, die den Himmel beherrschen. Nur damit Sie eine Vorstellung davon bekommen. Das Dilemma ist aber natürlich, dass diese Humanressourcen, und verzeihen Sie, wenn ich diesen Begriff gebrauche, wir reden hier von Menschen aus Fleisch und Blut, dass das natürlich sich stetig verbraucht. Ja. Und wir haben also hier Russland mit 146 Millionen Menschen, wo es offensichtlich immer noch keinen schwarzen Schwan-Moment gibt oder gab, wo kein Stauffenberg den Unterschied macht, wo kein Lenin scheinbar im verschlossenen Zug Richtung Russland unterwegs ist. Das heißt, offensichtlich die Soldaten sich immer noch finden, die ja auch nicht wissen, was sie auf dem Schlachtfeld erwartet, wenn sie aus den entlegenen russischen Gebieten kommen und dort sehr gute Salärs bekommen, also von mehreren Millionen Rubel, und dann quasi an die Front geworfen werden. Und damit kann Russland immer noch ca. 30.000 bis 35.000 Mann pro Monat nachführen. Und das macht es möglich, dass diese Anzahl sich stetig erhöht hat. Die Ukraine auf der anderen Seite hat die Herausforderung, dass man annimmt, dass bis zu 70% des Kaders, die den Angriff der Russen abgewehrt haben, bereits gefallen oder verwundet ist und dass sie sich sehr schwer tun, neue Soldaten nachzuführen. Darum ja auch die Initiative aus Europa, Stichwort Präsident Macron, wir schicken Ausbilder in die Ukraine, damit die ukrainischen Ausbilder an die Front gehen können. Ausbildung heißt heutzutage 5 Wochen Ausbildung. Denken Sie daran, die den Grundwehrdienst gemacht haben, was sie nach 5 Wochen gekonnt haben. Ich frage mich manchmal, ob die oder der eine Politiker möglicherweise in Bestattungsunternehmen in der Ukraine investiert hat, denn dann würde das einiges erklären. Übrigens, von den Zahlen, die Sie gerade gehört haben,
gibt es bei weitem welche, die diese Prognosen übertreffen. Und diese Quellen stammen aus Amerika, die jeder auch nachvollziehen kann. Beiträge von Mearsheimer und Jeffrey D. Sachs, hoch angesehene Experten in ihren Bereichen, kommen anhand von Satellitenbildern ukrainischer Soldatenfriedhöfe auf Schätzungen von weit über 600.000 getöteten Männern. Aber man sagt ja nicht umsonst, am Ende des Krieges werden die Toten gezählt. Und jetzt kommen wir zu den sogenannten Putin-Trollen oder besser gesagt zur Definition der hybriden Kriegsführung. Weiter geht's. Das Dilemma ist, wenn wir an den Krieg denken, und diesen Begriff gibt es eigentlich nicht mehr seit Ende des Zweiten Weltkrieges, denn der Begriff des Krieges wurde durch den Begriff des Konflikts ersetzt. Ja, faktisch erleben wir natürlich Kriege, aber so ist es eigentlich. Wenn man damals aus dieser Betroffenheit heraus gesagt hat, wir wollen eine andere Situation schaffen. Aber der moderne Krieg wird ja nicht so geführt, wie wir das immer glauben, dass also quasi Panzer sich in Bewegung setzen, die Grenze eines Landes überschreiten und dort einmarschieren. Nein, der Krieg beginnt heute viel früher. Sie alle sind Teil dieses Krieges. Was meine ich damit? Sie konsumieren eine Zeitung. Sie lesen im Internet Dinge. Sie schauen auf TikTok, was immer. Sie bilden sich eine Meinung. Sie sind zum Beispiel für die Ukraine oder gegen die Ukraine. Und dem drücken sie auch ihren Willen auf, indem sie zur Wahlurne gehen und jene Partei wählen, von der sie annehmen, dass sie die Ziele verfolgt, die ihnen am nächsten stehen. Und da setzt Russland an. Und nicht nur Russland, sondern auch China und andere. Sie versuchen, in unsere Köpfe hineinzukommen und uns zu erklären, was aus ihrer Sicht die beste Möglichkeit und Lösung wäre. Auch die NATO natürlich, muss man sagen. Klar, es geht ja auch hier darum, quasi die Reihen zu schließen, zu sagen, warum tun wir die Dinge überhaupt? Ja, warum sollten wir aus unserer Bequemlichkeit erwachen? Natürlich, ja. Man kann das jetzt Propaganda nennen, man kann es Informationskriegsführung nennen, man kann es auch quasi informieren nennen, wie auch immer. Es geht einfach darum, die Reihen zu schließen und zu sagen, auf welcher Seite stehen wir. Und die Corona-Krise, egal wie sie jetzt zu Corona stehen, war das erste Signal, wo man gesehen hat, dass also dieser hybride Krieg, so nennt man ihn ja, gut funktioniert. Ich war selber einmal in Moskau an der Lomonosow-Universität. Da hat man uns erklärt, was also die Besonderheit der russischen Seele ist. Und dann hat eine Studierende gesagt zu mir, Herr Reisner, ich zeige Ihnen jetzt kurz was. Und ist mit ihr in einen Raum gegangen, der war ungefähr so groß wie dieser. Da waren 100 Studierende, die haben alle ganz fleißig auf den Computer hineingetippt. Und die hat gesagt, wissen Sie, was die da machen? Ich habe gesagt, naja, die sind alle sehr beschäftigt, die werden eine Prüfung schreiben. Sagt sie, nein, das sind Trolle. Da hat jeder 5, 6 Accounts und sie suchen die ganze Zeit auf Twitter, auf welchem Format noch immer, all diese kleinen Haarrisse, die es gibt bei uns und weiten diese auf und drücken den Daumen hinein und treiben das auseinander. Und das größte Dilemma, das wir haben heutzutage, ist, dass der Staat die Deutungshoheit verliert, wenn man sie positiv konnotiert, im Sinne eines Gesellschaftsvertrages. Ja? Also wir kümmern uns um die Sicherheit, ihr kümmert sich um den Ertrag und so weiter. Und wenn natürlich der Staat das Dilemma hat, dass man ihm nicht mehr glaubt, wenn sie mir nicht mehr glauben, weil sie sagen, der Mann in Uniform ist ein Kriegstreiber für die NATO oder was auch immer, dann hat der Gegner eigentlich schon gewonnen. Also wir müssen uns schon darauf einigen, dass es gewisse Elemente gibt, die zu unserem positiven Wohl hier sind. Also die Republik als solches, das Tun der Regierung als Beispiel. Ja. Da können natürlich Fehler passieren und man kann über die Qualität von Politikern streiten, steht mir nicht zu, weil ich sage es nur. Aber wir dürfen also nicht vergessen, dass der Staat als Gesamtes funktionieren muss, im Rahmen auch, wie Rousseau es sagt, des Gesellschaftsvertrages. Und wenn der Gegner genau dort ansetzt, und ein Klima erzeugt, wo wir sagen, naja, also die Russen eigentlich so schlecht sind, die eigentlich nicht. Ja, man muss schon verstehen, die NATO hat sich da ausgeweitet in die Richtung Osten und irgendwie müssen sie denn die auch da einigen in der Ukraine, weil sonst geht es uns vielleicht schlecht. Wir haben eh schon, die Leberkassemmel kostet eh schon 7,50 Euro quasi am Stephansplatz. Ja. Ja, sie lachen, aber so ist es im Wesentlichen. Ja. Ich sehe das gerade ein wenig anders. Denn entweder ist dieser Mann sehr bedacht darauf, seine mediale Position nicht zu schädigen, oder er denkt rein militärisch, also dass Informationen des Feindes einfach nur Teil des Krieges sind. Für mich aber sind sie ein Teil des Dialogs. Und wenn Kanäle wie meiner daran arbeiten, die andere Perspektive darzustellen, dann geht es darum, das Feindbild zu durchbrechen. Denn wäre unsere Berichterstattung vielseitiger, gäbe es gar keine Nachfragen in alternativen Medien. Deshalb würde ich hier mal differenzieren. Oder vielleicht sage ich das auch nur, um eine Tarnung zu wahren. Schließlich ist ja jeder, der Russland nicht dämonisiert, ein Putin-Troll, nicht wahr? Aber genug geredet, kommen wir zur letzten Szene. Den heiß diskutierten potenziellen Szenarien, wie dieser Krieg endlich mal enden könnte. Abonnieren nicht vergessen, los geht's. Es gibt grundsätzlich, was diesen Konflikt betrifft, drei mögliche Szenarien.
die man natürlich noch in Subszenarien unterteilen kann. Aber es gibt drei grundsätzlich mögliche Szenarien, die immer wieder auch diskutiert werden in wechselvoller Art und Weise. Das erste Szenario wäre, die russische Seite bricht zusammen, die ukrainische Seite bricht durch und erobert all die Gebiete zurück, die sie verloren hat, inklusive der Krim. Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios nach 953 Tagen Krieg ist relativ gering. Nicht auszuschließen, aber da müsste der Westen massivst die Ukraine unterstützen. Er müsste all in gehen, um die Freiheit der Ukraine zu garantieren. Ich frage Sie, wären Sie bereit, Ihren Sohn in die Ukraine zu schicken? Es hat noch nie jemand aufgezeigt. Außer in Polen, da ist die Situation anders. Da war ich vor kurzem, die haben also einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema. Erstes Szenario. Zweites Szenario, die Ukraine bricht zusammen, die Russen brechen durch und stehen zumindest am Dnepr. Weiter vermutlich nicht, weil vor allem der Westen der Ukraine wirklich sehr pro-europäisch und ukrainisch ist. Das heißt, es würde also hier einen anhaltenden, langen Widerstandskampf geben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios? Im Moment auch gering, aber wahrscheinlicher als das erste Szenario. Damit sind wir beim dritten Szenario. Und das wird intensiv diskutiert, auch hinter den Kulissen, seit spätestens Mitte letzten Jahres, nach der gescheiterten Sommeroffensive. Das ist das Korea-Szenario. Das heißt, es gibt also einen Waffenstillstand an einer definierten Linie. Die könnte jetzt die Linie sein, die jetzt vorliegt, diese 1200 Kilometer lange Front. Es könnte eine Linie sein, mehr in Richtung Russland, aber auch eine Linie sein, die mehr Richtung der Tiefe der Ukraine reicht im Wesentlichen. Und es gibt also keinen Friedensvertrag, es gibt auch kein Kriegsende, es gibt nur einen Waffenstillstand, so wie das in Korea der Fall ist, wo beide Länder bis heute im Krieg sind. Und beide Seiten brauchen etwas, was sie verkaufen können. Das heißt, Russland muss sagen können, wir haben also einen Teil Neurusslands zurückgeholt und die Ukraine muss sagen können, wir haben Russland besiegt, wir haben gewonnen, wir haben die Russen aufgehalten, bevor sie nach Europa weitergestoßen werden. Dann wäre dieses Szenario durchaus möglich. Aus jetziger Sicht und hinter vorgehaltener Hand ist es das, was viele als wahrscheinlichstes Szenario betrachten. Das ist natürlich völlig konträr zu dem, was die Ukrainer sich vorgenommen haben, die ja immer noch die Ambition haben, vor allem auf politischer Ebene mit militärischen Mitteln zur Gänze die Ukraine zurückzugewinnen. Und es ist natürlich auch nicht die Ambition der Russen, weil die Russen jetzt natürlich zunehmend, dadurch, dass sie erkennen, dass wir wankelmütig werden, sich sagen, ein bisschen noch, dann haben wir das Ganze. Und die russische Idee ist zumindest die, bis zum Dnepr vorzustoßen, Odessa in Besitz zu nehmen und eine Landbrücke nach Transnistrien zu haben. Damit wäre die Ukraine ein Binnenland und hätte die wesentlichsten Einnahmequellen als Land, nämlich den Süden und den Osten des Landes, verloren. Frau Baerbock würde ihren Mann vermutlich ohne zu zögern in die Ukraine schicken. Zumindest macht sie ja regelmäßig den Eindruck, oder? Aber jetzt mal im Ernst. Lasst uns doch mal alle lieber an die Vernunft appellieren, an Friedensbewegungen teilnehmen und Druck auf die Politik ausüben, damit endlich eine Lösung gefunden wird, die weniger mit Waffen zu tun hat und mehr mit Dialog. Das war's jedenfalls für heute. Und wenn ihr eine eigene Theorie habt, wie dieser Krieg enden wird, könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinungen. Und falls ihr noch Zeit habt, empfehle ich euch einen Mann, mit Vernunft und mit Erfahrung zuzuhören. Gerhard Schröder hat sich nämlich in einem kürzlich erschienenen Interview zum Ukraine-Krieg geäußert. Wirklich sehr sehenswert. Einfach hier klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.